Okay, Probe-System. Der ist bestimmt auch sehr stark überwacht, kann das sein? Jo, wir brauchen auch vier Ports. SSA. Jo, sage ich doch. FT, Dingsbums, Bounce. Derzeit machen wir mal Analyze. Wir brauchen auch tatsächlich alle vier Ports. Dann machen wir den Webserver Wurm mal schnell noch fertig. Machen wieder Analyze. 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 Kriege ich den noch rein? Jo, boah, volle Auslastung, fast volle Auslastung. Solve. Da haben wir wieder viel Zeit. B. I. Biogel. Ist wieder das gleiche Passwort. Portec. Dann machen wir mal Disconnect. Wie gesagt, wir waren nie hier. Okay. Ich werde der nächste Hitler und töte. Boah. Das ist mies. Der war echt nicht gut. Wenn jemand den nächsten 25 Min als ich schreibe, ist das wirklich BM der Arsch. Haha, streich den letzten Satz. Ich bin ein Vollidiot. Production. Output. Catalyst Driver. KPD Protest. Den würde ich mal tatsächlich mal runterladen. Kann man ja mal testen. Kann man mal brauchen. Ja, tatsächlich habe ich hier gerade nichts Sinnvolles gefunden. Nichts Sinnvolles. Wir fischen im Trüben. Scan. Wir kriegen auch nur den einen Server hier. Wie heißt die Exe, die wir uns runtergeladen haben? Capita Port Test. Oh, wirklich? Mal gucken wir in die Medicals Ports jetzt rein. Geil. Geil. Machen wir jetzt echt den Port auf? Okay, das dauert aber gefühlt ewig. Okay, das dauert echt ewig. Was? Eieiei. Damit ist der offen. Eieiei. Wir kommen rein. Aber wir haben hier keine Passwörter oder so.
Production Server. Wo sind wir jetzt drauf? Auf dem da. Boah. Puh. Was? Ja, war klar. Oh, mal keine Firewall. So, Webserver, warum können wir gleich hinterher starten? Und dann SM Dingsbums. Auch. Wir brauchen eh alle 4 Ports. Sobald der eine durch ist, können wir den durchknallen. Und jetzt. Port Hack. Welcher gibt uns. Irgendeiner gibt uns auch immer mehr Zeit. Achso, haben wir noch nicht. Zack. Na komm. Port Hack. Komm schon. Komm schon, Baby. Mach rein in den Server. Ah, Login. John. Okay, haben wir. Disconnect. Können wir einfach mal suchen. Logs. Wir waren nicht da. Beziehungsweise gucke ich dann später nochmal durch. Logs. Entec. Ach du Scheiße. Test. Eieieiei. Ich habe keine Ahnung. Ist hier wieder so Zeug drin? Leicht versaut. Mein Kopf raucht. Mein Kopf raucht wirklich. Mein Kopf raucht. Tatsächlich denke ich, ich habe ja hier immer noch. Kein Passwort, gell? Boah. Puh, das wird langsam ein bisschen tricky. So, wie auf dem Server. Wenn wir das Passwort verloren haben, sollen wir auf dem Server schauen. Wir können ja nochmal gucken. Pass mal auf. Herzmonitor, Herzmonitoransicht. Login. Sollten Sie Ihre Zugangsdaten verloren haben, verbinden Sie sich bitte mit unserem Connect-Server. Das ist der hier. Auf dem sind wir ja drauf. Puh. Da war ist immer nur Müll drin. Von was ist denn das einfach? KBT. Kellis BT, genau. Test Guide. Bevor ein Unit-Test auf dem Chip ausgeführt wird, muss als Teil unserer Testreihen ein sogenannter Cycle-Check durchgeführt werden. Verbinden Sie sich dazu mit dem Chip, mit der Testmaschine, lassen Sie Cycle-Test als Firmware laufen. Der Cycle-Check testet schlicht alle gültigen Outputs, dass Simulations nicht stimmen. Eher ein Hardware- als ein Firmware-Test. Aber auch hilfreich, um andere Fehler aufzuspüren. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, werden alle Daten an die Testmaschine übermittelt, worauf sie den Schrittmacher flashen und neue Firmware überspielen können. Achtung! Neueste signierte Testversion Peacemaker Cycle nicht auf Geräten für den Vertrieb übertragen. Um von den Chips ausgeführt zu werden, ist der Cycle-Test-Signal penibel darauf geachtet werden, dass er nicht ein Output-Verzeichnis bleibt.
Also wenn ich jetzt einfach mal hier SCP den KB irgendwas runterlade und den Peacemaker Firmware ab runterlade, die Test Ja, aber da ist nichts mit. Dass ich meine Zugangsdaten erhalte. Ich habe hier keine Zugangsdaten. Aber ich würde jetzt einfach mal hier. Pass auf. Verzeichnis ansehen. Active. Boah. Schon wieder vergessen, wie das heißt. Upload. Home. KB irgendwas. Test. Jetzt mache ich RM. RM KBT unterstrich Firmware. Suchen. Ja, aber Zugangsdaten für den Chip individuell. Sollten Sie diese Zugangsdaten verloren haben, verbinden Sie sich mit unserem Connect-Server. Firmware. Erst einloggen. Reboot. Boah. Verzeichnisse ansehen. Okay, ja. Readme Text, weil man, den können wir auch noch. Alle Dateien in diesem Ordner werden vom Schrittmacher erkannt und können wie Firmware Patch ausgeführt werden, sobald gültige Signatur hat. Um den Chip Fernwartung zu patchen, lade die Firmware-Datei via Upload lokaler Pfad in diesen Ordner hoch. Wenn wir den leer machen, dann hat der kein Treiber mehr. Klappt nicht. Wir rebooten den nochmal. Ah, ich dreh durch. Wie mache ich den? Wie mache ich das? Er hat tatsächlich jetzt gerade keinen Treiber. Also ich bin gerade an dem Punkt, wo ich echt am Verzweifeln bin. Aber ich will das rausfinden. Verweigert, genau. Das interessiert ihm aber gerade nicht. Was? Irgendwie
kann ich gerade nichts mehr machen. Kann halt nicht mehr raus oder so. Ich kann mich nicht mehr von jetzt hat. Das lassen wir auch ein paar Mal laufen, damit es später nicht so viel ist. Der hat eigentlich gerade keinen. Nicht. Er hat nichts mehr. So, und wenn ich die Zugangsdaten verloren habe, soll ich mich auf den Server drüben anmelden. Oder halt auf den Server drüber gehen. Das haben wir. So. Herzmonitor, pass auf, Login. Wir gehen nochmal drauf. Auf. Sollten Sie Ihre Zugangs verloren, verbinden Sie sich mit dem Connect-Server. Okay, Firmware. Firmware-Verwaltung Zugangsrechte benötigt, zuerst einloggen. Okay, wir haben unsere Dinger verloren, in Anführungszeichen. Login. So. Logs. Schnell leer. Ich werde gerade nicht so wirklich schlau draus. Ich drehe mich irgendwie im Kreis. Bevor eine Unit-Test auf dem Chip ausgeführt wird, muss als Teil unserer Tests Cycle Check durchgeführt werden. Verbinden Sie sich dadurch mit dem Chip, mit der Testmaschine und lassen Sie Cycle Test als Firmware laufen. Der Cycle Check testet schlicht alle gültigen Outputs, um sicherzugehen, dass Simulationszeiten stimmen. Eher ein Hardware als Firmware Test, aber auch hilfreich, um andere Fehler aufzuspüren. So. Der Cycle-Test könnte doch nur der hier sein, oder? Oder der Peacemaker-Cycle-Test. So, das heißt, ich gehe jetzt nochmal darauf. Wir gehen jetzt nochmal hier hin. Verzeichnis, hier rein, aktiv. Upload. Home. Wir haben den Test-Suite vorne, jetzt machen wir mal den Peacemaker-Cycle-Test rein. Cycle Test. Gehen auf den Herzmonitor. Herzmonitor. Login. Suchen. Geht nicht. Haben wir alles nichts. Kommen da nicht rein. Verlassen. Reboot. Ich reboote den einfach mal. So, in der Zeit gucken wir hier nochmal. Schauen wir mal hier auf die Verzeichnisse, was es hier so ein bisschen gibt. Tatsächlich nichts. Production, Output. Final Least V2 Output Port Test. Da haben wir ja den Port Tester, wo wir überhaupt reinkommen. Und hier ist tatsächlich sonst nichts Sinnvolles. Da ist auch nichts Sinnvolles. Da ist auch nichts Sinnvolles. Das heißt tatsächlich nur die einzigen Sachen. Netzwerkscan erkennt auch nur den und der Netzwerkscan hier erkennt auch nur den. Der Netzwerk haben wir hier schon. Hier haben wir noch. Der erkennt gar nichts.
So. Wir haben... die als aktive drin. Aber ich komme nicht an das Passwort ran. Ich komme wirklich nicht an das Passwort ran. Die Shells. Boah, ich muss tatsächlich, ich muss jetzt mal googeln, wie ich hier weiterkomme. So, ich habe gerade ein bisschen rumprobiert, beziehungsweise nicht lang. Hier steht das scheiß Passwort. Dann will ich mir den, ja, wobei. Können wir ja hier hochladen. Verzeichnisse ansehen. Wir laden es einfach mal hier rein. Upload. Home. KB irgendwas. Suit. Und den Peacemaker-Test. Dann können wir hier zurückgehen. Pass mal auf. Login. Ist drin. Firmware verwalten. Firmware aktivieren. Aktivierung bestätigen. Das Herz schlägt schneller. Firmware-Update abgeschlossen. Alarm. Oh, da passt was gar nicht. Ach du Scheiße. Ich würde gerne meine Logs löschen. Noch. Bevor ich weg bin. Ich töte gerade einen Menschen. Ernsthaft, ich töte gerade einen Menschen. Okay. Wir haben gerade einen Menschen getötet. Unser Client hat erfolgreich gemeldet, zufrieden. Sie können ihre auf Rang 1 von... Die Musik hat sich geändert. Ich habe gerade einen Menschen getötet. Hey, mag zwar unkonventionell scheinen, aber ich habe meine Beziehungen spielen lassen. Du musst derjenige sein, der den Auftrag Bits Spuren verfolgt angenommen hatte. Ich bin auf der Suche nach näheren Informationen und wollte dafür die gleiche Person... Wenn du diese Mail erhältst, bedeutet das, dass du deinen bisherigen Auftrag abgeschlossen hast. Also können wir loslegen. Alter, die Musik wird gerade creepy. Ehrlich gesagt, es ist ziemlich schwer, Beziehungen bei Diddle spielen zu lassen. In diesem Fall besonders. Aber du hast schnell für Ergebnisse gesorgt. Und deshalb möchte ich dich für diesen Fall mehr Zusammenarbeit diesmal. Oh, wenn du dich fragst, warum ich so zuversichtlich bin... dass du mitmachen willst. Auf dich wartet etwas auf den Dill. Das sollte ein Anreiz sein. Trace Kill. Suche nach der... Entschlüssel sie mit dem Passwort DX122DX. Wenn du deine Kopie hast, antworte mir wie immer.
sind die Admins etwas paranoid, was deren Sicherheit betrifft. Also werden sie es anonym weiterleiten. Mir egal. Antworte mir einfach, wenn du bereit bist. Boah, die Musik wird gerade echt creepy. Wo hast du's? I-Ding? TK. SCP. Ach, machen wir erstmal. Trace Key. Oh, ich habe das Passwort vergessen. Von wie? DX122DX. 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 Müssen eine Echse sein, damit kann ich jeden Tracer killen. Nein, echt jetzt, Alter, wie geil! Ursprung Vapored. Okay. SCP. Trace Kill Echse. Ich hab sie. Alter, wie geil. Kann ich mal ausprobieren. Probieren wir einfach mal auf dem Server. Proxy ist sowieso schon am Gang. SSH Crack. Ja. Trace Kill. Braucht er so viel Speicher? Die Zeit bleibt stehen. Okay, ich lasse ihn mal ablaufen. Das schaut komisch aus. Killen wir echt gerade den Tracer? Oder ist der einfach nur zum Zeitanhalten? Okay, der braucht ewig. Wir sind jetzt bei 30%. Ich würde mal sagen, hier sind die 30%. Aber damit kriegen wir ja immer und ewig Zeit. Das heißt, ich würde zum Beispiel auch in den einen Server da reinkommen. In den CC Hex Squad. Wenn ich instant den Trace Kill reinpacke. Zur Not können wir immer noch mal Ding. Ich will es gerade mal hier ausprobieren, weil die Zeit ist stehen geblieben. Der Tracer traced mich nicht mehr oder sucht mich nicht mehr. Jetzt will ich das mal ausprobieren, ob der den Tracer komplett wegknallt. Will ich tatsächlich auch in den Server da drüben reinkommen und das wäre so eine Sache, die ich denke. Jetzt will ich mal kurz ein bisschen rumspielen. Wir killen gerade den Tracer. Das braucht ewig. Wenn ich jetzt halt neu mache, ob ich wieder getraced werde. Der läuft ja immer noch. Macht der irgendwas? Exit. Und dann läuft der Tracer weiter, okay. Der macht nur Zeit. Der hält nur den Tracer an anscheinend. Ich würde den aber gerne mal ausprobieren, ob der den wirklich wegkriegt. Ich dachte, das ist 100% oder sowas. Probe System. FT irgendwas. FT Bounce. Machen wir nochmal. Jetzt machen wir einfach mal den Trace Kill. Weil Trace Kill. Wir haben Zeit. Ich will ja nur tatsächlich nur testen. Gerade. Wie der funktioniert. Aber der braucht halt echt ewig. Und der braucht mega viel Leistung. Also ich kann nichts anderes machen, wenn der läuft. Deswegen halt gerade. Okay, lassen wir den mal laufen, auch wenn ich weiß nicht, wie, ob der ewig und 3 Tage braucht oder so. Oder Ding, deswegen würde ich einfach mal abwarten und schauen gerade. Das dauert halt jetzt ein Minütchen oder 2, keine Ahnung.
müssen wir echt mal gucken. Weil das würde mich interessieren, weil dann könnte ich tatsächlich auf den einen Server reinkommen. Und da hätte ich Bock drauf, mal auf den Server drauf zu schauen, was es da so ein bisschen gibt. Aber... Das ist halt so die Frage. Was kommt dabei raus? Also killt er den tatsächlich? Oder ist es einfach nur ein Anhalten von dem Tracer? Deswegen warte ich gerade mal eigentlich darauf, dass irgendwas passiert. Ich hätte gerade eben schon mal warten sollen. Aber irgendwie, einfach mal abwarten. Einfach mal gucken. Was kommt bei raus? Aber Trace Kill heißt für mich, er killt den Tracer. Wir sind wieder bei 100, also da wie gerade eben auch. Ich denke aber nicht, dass er den wirklich komplett killt, dass er den echt nur anhält. Was eigentlich aber tatsächlich nichts bringt. Wenn er den nur anhält. Es bringt halt überhaupt nichts. Deswegen... Weiß ich nicht. Ist halt an sich sinntechnisch dann ziemlich schwachsinnig, der Kill. Aber ich lasse mal weiterlaufen. Ich habe keine Ahnung, was halt eben passiert. Das wäre halt gerade das, was ich rausfinden will. Der ist immer noch, der läuft halt immer noch. Alter, wie lange braucht denn der? Ich glaube, das wäre halt so mehr so Not-Ding, dann kann das sein. Ja, aber dann bringt's dir halt nichts. Dann kannst du nur unten Disconnect eingeben und das ist das Gleiche. Weil du kannst nichts anderes laufen lassen dadurch. Weil, guck mal, wie viel der wegfrisst an RAM. Du kannst nichts laufen lassen. Nix. Nix, 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 nix. Ah, scheiße. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Komm schon, mach doch was. Bitte mach was. Bitte, 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 mach was. Bitte, sag gleich erfolgreich oder so. Würde ich echt nochmal auf das CC-Dingsbums da drauf gehen, nämlich, weil es mich echt interessiert. Na komm, du bist gleich bei 200. Und brauchst eh ewig. Da muss ich ehrlich sagen, dann bringt es nichts. Nee, bringt halt nichts. Ich kann nichts anderes machen. Höchst das Einzige, was der bringt, ist tatsächlich, wenn du die Firewall knackst dann. Also ich könnte höchstens Analyze, so Zeug halt dann weitermachen. Aber tatsächlich zum Beispiel den Webserver Wurm kannst du nicht laufen lassen, weil du nicht genug Speicher hast. Also gehen wir auf Disconnect. So. Der läuft halt die ganze Zeit weiter. Probe-System. Analyze. Der bleibt halt sofort stehen. Der hält nur den Tracer auf. Ja, okay. Bringt das eigentlich nichts? Okay, ich antworte dir mal. Wie? Affirmation. Trace Kill, wie der Name schon vermuten lässt. Leitet, wenn es aktiv ist. Aktive Tracer um. Dieses sollte deine Arbeit sehr erleichtern. Ach so, okay. Dann kann ich entspanntes Ding. Lass uns anfangen. Ich habe zu deinem Fund etwas recherchiert. Die Nachricht, du hast sie auch gelesen. Er wusste, was los war. Wie auch immer. Allein die Idee, dass seine Arbeit damit zu tun hat, ist schon mal ein Anfang. Ich habe ein paar Spuren verfolgt und habe eine kleine Liste mit seinen Servern zusammengestellt. Okay. Keine Ahnung, wie viele davon als virtuelle Maschinen auf seinem Computer laufen, aber es ist einmal ein guter Anfang. Ein vielversprechendes Server habe ich am Ende verlinkt. Es ist ein privater Arbeitsserver, den er anscheinend als privaten Host-Server für Versionskopien seiner Arbeitsdaten verwendet hat. Das könnte ein Hinweis sein. Wer behält schon private Backups der Backups einer Firma? Ich kann mir nur drei Gründe vorstellen. Entweder bist du
dafür verantwortlich, wenn jemand was versaut. Warum ich? Bist du von inkompetenten Leuten umgeben? Möchtest du auf Nummer sicher gehen und benötigst deswegen Backups und Logs aus rechtlichen Gründen? Oder du hast aus irgendwelchen Grund besorgt und möchtest die Datensätze haben, für jeden Fall, was schief läuft. Aus welchem Grund auch immer, es scheint der richtige Ort zu sein, um sich mal umzusehen. Überprüfst du das? Ich habe selbst schon gesucht, es hat aber nichts ergeben. Kann den Datenmüll nicht entschlüsseln. Lass mich wissen, wenn du etwas findest. Schick mir die IP von allem, was dir suspekt erscheint. Die IP. Hier unten. Wenn er einen Backup-Server hat, Bitwise, und ich einen Kill bekomme. Wir brauchen 4 Ports. Dann mache ich den hier. Der ist nämlich einfach. Also, warte mal. FT Bounce. Ja, wir werden getraced. Ich habe mir gerade gedacht, wenn ich den Tracer bekomme, bekomme ich den bestimmt nicht umsonst. So. Ja. Der ist nämlich ziemlich schnell und dann den Webserver-Wurm, der ist auch relativ schnell. So, und dann einfach den Port-Hack. Dann haben wir schon alle 4 Server. Haben noch ein paar Sekunden Zeit. Das könnte eng werden. Das könnte echt eng werden. Trace-Kill kann ich nicht machen. Disconnect. Aber wir sind drin. Netzwerkscan. Kriegen wir tatsächlich keinen. Okay, Verzeichnisse ansehen. Home. New Folder. Ah, wieder. Hey Baby, was läuft? Nicht viel. Walter, komm schon. Moment, wolltest du nicht mit meiner Tochter? Ja, Frau Miller. Work. Repo, ach, ja, okay, das können wir einfach dekodieren. Das können wir dekodieren. Hoffe ich. Außer es braucht ein Passwort. Ja, scheiße, es braucht ein Passwort. Ugh, scheiße. Bitwise-Passwort. Ah, natürlich kann mein Header laufen lassen. Das ist auch das Einfachste. So, aber wir laden uns die Datei sicherheitshalber mal runter. Connecten uns hier drauf. Verbunden mit Invertili Detected Contractor. Keine Ahnung. Ich mache mal alle Ports auf. Naja, war klar, dass der nicht geht, aber ich wollte mir ihn einfach schon mal reinhängen. Und jetzt wollen wir noch SM Dingsbums. Naja.
Na komm. Unlocked. Jetzt mache ich einfach dann den Trace Kill. Da haben wir nicht alle Zeit der Welt. Irgendwas passt da gar nicht. Aber wir müssen ja trotzdem reinkommen. Aber jetzt haben wir nicht alle Zeit der Welt. Tatsächlich ist er nicht schlecht so, aber du musst den halt ganz zum Schluss machen, wenn du alles schon offen hast. Okay. Irgendwas passt da überhaupt gar nicht. Okay. Solf. 3. A. L. P. H. U. Okay. Port Hack. Öffne mehr Ports. Okay, Disconnect. Ich hab ver... Wo war der? Ich hab den verloren, wo war der? Scheiße, wo war der? Wo war der Server? Irgendeinen Server gefunden, der hat gar nicht so passt. Bin schon wieder verloren. Hier war der. Construct Relay. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Es wird immer schwieriger, hey. Ich komme gerade echt nicht mehr weiter, gerade schon wieder. Schon wieder. Weil die Datei kann ich tatsächlich nicht... nicht dekodieren. Und unser Deck-Header... Lass mal nochmal dekodieren, den Header. Gibt uns den Server vor. Ja. Die Datei von hier stammt. Hier kann ich aber nichts machen. Weil im Arsch. Und wieder alles dicht. Ich Admin richte. Wir könnten höchstens auf Bitwise im restlichen Zeug schauen. Mal so überlegt. Ja, tatsächlich ist halt hier drin, die können wir aber nicht. Entschlüsseln. Und hier stehen auch keine Passwörter oder Install. Nichts. Alles durchgeguckt. Ich
Ich guck mal auf Bitwise im restlichen Zeug. Ach so, uiuiuiuiui. Da muss ich echt mal, weil ich da echt ein paar Mal drin war. Alter. Test-PC-Verzeichnis. Boah, da löschen wir gerade ein bisschen was. Wollen wir den halt die ganze Zeit als Shell nutzen. Das wäre das Einzige, was ich gerade noch so als Idee hätte. Ein bisschen Rumprobiererei. Tänzen. Ich probiere das Passwort tänzen. Nein. Passwort was incorrect. Was hat er denn hier? 5150. Wo sind die anderen Bitwise-Server von ihm? Ich gucke jetzt mal die ganzen Bitwise-Server durch, die wir haben von ihm. Ob ich, oder halt sämtliche Server, die wir so ein bisschen von ihm haben. Bitwise-Drop-Server. Login. 3x A. Logs. Da ist nur das Gedöns wieder drin. Drop. Upload. Read all hackers. Bit. V. Ich schicke ihm mal die IP. Weil das ist das, was er ja wollte, die alles, was mir verdächtig vorkommt. Das ist verdächtig. Jo, hat auch gepasst. Ich spiele dieses Spiel schon eine ganze Weile, aber sowas ist mir noch nicht untergekommen. Es ist zwar noch etwas zu früh, um es als unhackbar zu bezeichnen, aber das ist neu. Anders. Musik ist wieder umgeschlagen. Antec? Die machen was, ein mittelmäßiges Virenschutzprogramm. Wenn sie das hier verkaufen würden, wären sie sehr schnell sehr reich. Schau mal, das Frontend ist nicht besonders. Ich klopf das mal seitens des Webservers ab. Mal sehen, wann ich auf neue Zeug stoße. Es ist jedenfalls so tief drin, dass man davon ausgehen kann, dass sie es verstecken wollen. Keine Ahnung warum. Sieht ziemlich schwer zu knacken aus. Das wird auch neu und prozentig. Unternehmen lieben solchen Kram. Neu und protzig, sorry. Und das macht es super verdächtig. Schau mal, wie weit du dich auf deiner Seite kommst. Vielleicht liegt's an mir, aber das scheint eine noch heißere Spur zu sein, als ich mir je träumen hätte. Stupst mich an, wenn du meinst, du bist so weit gekommen, dass es dir möglich war. Sei gründlich. Webserver. Also ich muss ja tatsächlich sagen, das Spiel ist cool. So. Ich würde hier jetzt tatsächlich mal speichern und Schluss machen, weil dir qualmt echt nach einer gewissen Zeit hier hart der Kopf. Jo. Hacknet. Das Spiel ist cool, es haut einen vor Rätseln und sowas, so ein bisschen hackmäßig, Style und allem drum und dran und. Ich würde tatsächlich hier weitermachen, auch aufnahmetechnisch und allem drum und dran, weil es auch so ein bisschen Story hat, so ein bisschen. Gut, es ist sehr viel zum Lesen, es sind aber auch kleine Schmunzler und sowas eingebaut, auch so ein paar Sachen so. Ich finde es ganz cool eigentlich.
Und damit würde ich aber jetzt auch erstmal Schluss machen, weil mir qualmt echt der Schädel. Hallihallo. Ich bin jetzt nochmal da. Und zwar habe ich mir das hier mit Hacknet echt nochmal überlegt. Weil es macht einen tatsächlich echt fertig, das Spiel. Mit der Musik hier irgendwie gefühlt, weiß ich nicht, so mega stressig. Ich hatte danach echt Kopfschmerzen. Ich war echt kaputt danach. Deswegen würde ich Hacknet. Ich finde es ein cooles Spiel. Es hat Story, es hat Schmunzler, es hat allen drum und dran drin. Für jemanden, der es echt Spaß macht, aber ich bin mehr so der ruhige Typ. Du hast Timer, die ablaufen. Du hast eine Musik im Hintergrund, die dich irgendwie echt stresst. Und ich würde es tatsächlich Hacknet-technisch, wenn ich mal wirklich, wirklich Bock drauf habe, im Stream spielen, aber nicht mehr weiter aufnehmen, und ich werde das jetzt alles dann auch zusammenschneiden demnächst, und halt Folgen daraus machen, aber es macht Spaß, es ist doch irgendwie ganz cool, es ist mal eine Abwechslung zu den Spielen, die man so ein bisschen kennt, aber ich muss ehrlich sagen, es ist mir zu stressig, es ist mir zu, für jemanden, den so ist, den solche Spiele Spaß machen und den das nichts ausmacht, kein Problem. Kann ich nur empfehlen, das Spiel. Ich finde es auch nicht schlecht, ich finde es sehr gut. Aber ich hatte wirklich danach stundenlang Kopfschmerzen und war echt kaputt. Und normalerweise machen mich viele Spiele nicht so kaputt. Forager zum Beispiel auch um einen herum ständig bock, 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 passiert irgendwas. Und du wirst eigentlich auch gestresst, aber da hat es mich nicht so kaputt gemacht, weil hier musst du noch einigermaßen denken. Da musst du noch Firewalls machen, nachdenken, denken, 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 denken. Und dann wirklich war ich nach kurzer Zeit echt immer wieder kaputt bei dem Spiel. Oder habe ich immer wieder eine Pause gebraucht. Und ja. Aber wie gesagt, Hacknet, cooles Spiel. Wem Spaß macht, kann ich es nur empfehlen.